Yassine El Rilt ist einer der Gründer der ersten politischen Bewegung in Italien, die speziell die Interessen von Einwanderern zweiter Generation vertritt. Zu ihren Forderungen gehört unter anderem die italienische Staatsbürgerschaft für Kinder ausländischer Eltern und mehr politische Repräsentation von Migranten in wichtigen Institutionen. Wir haben es satt, die Fragen, die uns betreffen, an andere Menschen zu delegieren. Denn wenn es um Migration, die soziale Inklusion geht, dann sollten nur die, die solche Erfahrungen gemacht haben, darüber sprechen dürfen. Der gebürtige Marokkaner El Rilt ist nicht allein. Auch andere teilen seine Sicht, etwa der Anwalt Kadim Dieng. Er stammt aus dem Senegal. Wir glauben, dass jeder, der hier als Kind regulärer Migranten geboren wird, das Recht auf die italienische Staatsbürgerschaft haben sollte. Italien sollte weiter ein aufnahmewilliges Land sein, in dem jeder seine Träume erfüllen kann. Für mich war Italien wie der amerikanische Traum. Und ich möchte, dass das für alle Menschen gilt, die heute hier ankommen. Viele, etwa Sidi Mohamed Gueye, wissen, wie es ist, ohne italienischen Pass zu leben. Ich bin nicht sicher, ob ich italienischer Staatsbürger werden kann, bevor ich meinen Uni-Abschluss habe. Wenn nicht, würde es mich daran hindern, in öffentlichen Einrichtungen zu arbeiten, und das wäre mein Traum. Jeder in der Bewegung hat eine eigene Aufgabe. Fiorella Ikwume ist Lehrerin und Forscherin. Sie interessiert sich für Fragen der Bildung. Obschon sie in Italien geboren wurde und dort aufwuchs, fühlt sie sich nach wie vor als Außenseiterin. Ich will ganz unabhängig davon respektiert werden, wer ich heute bin oder was ich im Leben erreicht habe. Ich will auf der Straße nicht von einem Mann angesprochen werden, der glaubt, ich sei eine Prostituierte. In der Toskana, sie hat den höchsten Migrantenanteil der gesamten Region. Die Meinungen über die neue Bewegung gehen auseinander. Wenn sie hier geboren wurden, gehen sie mit unseren Kindern zur Schule. Sie sind die Freunde unserer weißen Kinder. Sie verbringen Zeit zusammen. Ich sehe keinen Grund, warum sie nicht das Recht auf volle Staatsbürgerschaft haben sollten. Das verstehe ich nicht. Die Zuwanderer haben hier keine Wurzeln. Sie teilen nicht die Kultur, die zu diesem Land gehört. Deshalb sollten sie auch nicht an den Wahlen hier teilnehmen. Reguläre Migranten tragen Schätzungen zufolge 9% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Schon deshalb ist das Ziel dieser neuen Bewegung, dass diese Menschen wählen und ihre eigenen Repräsentanten in den nationalen Institutionen aussuchen können. Rappresentanti all'interno delle istituzioni del paese. Giorgio Orlandi, Euronews, Pontedera.